Servus, es kommt ja öfters vor, dass man 3D-Körper in Abzugskörper umwandeln möchte und dazu muss man ein paar Sachen beachten. Es geht darum, zum Beispiel einerseits um Wände und um Bodenplatten. Durchbrüche werden einfach unterschieden und müssen mit zwei verschiedenen Funktionen ausgeführt werden. Ich habe auf dieser Reise hin ein paar Probleme entdeckt und ein paar Workflows für mich gefunden, damit ich so wenig Fehler wie möglich mache und die baue ich langsam mit euch zusammen auf. Habt ihr aber keinen Bock, so eine Fehlerprophylaxe noch dazu zu lernen, geht es natürlich auf euer Verschulden, aber dann könnt ihr gerne die Zeitstempel natürlich dazu nutzen und direkt an den Befehl hinwandern, dann seht ihr, wie der ausgeführt wird. Ihr werdet aber genauso an Probleme stoßen, deswegen könnt ihr euch gleich das ganze Video von vorn bis hinten geben. Ja, wenn euch das Video natürlich hilft, bitte wieder liken, das unterstützt meine Videos enorm, um besser ausgestrahlt zu werden, um mehr Leuten auch zu helfen und lasst gerne ein Abo da. Und wenn ihr Einbauteile braucht, ihr wisst, hier ist die Adresse eingeblendet. Und jetzt geht's los. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Servus, grüßt euch. Ich hätte niemals gedacht, dass ich ein Video darüber mache, aber es geht irgendwie so halbwegs um Provision for Void. Ich habe da gar keine Erfahrungen und gar keine Berührungen, denn soweit ich verstanden habe, sind das ja nur Durchbruchsvorschläge vom HLSler, vom Elektriker, die dann zum Architekten kommen und der kann dann sagen, okay, diese übernehme ich oder übernehme ich nicht oder müssen verschoben werden oder. Also in dem Fall sind es ja eigentlich noch gar keine Minuskörper, die Durchbrüche und Schlitze, sondern es sind ja Vorschläge und dann sind es Pluskörper. Genau. Und auch in meinem Fall habe ich so ein ähnliches Spektakel. Ich habe hier ein SmartPad, das sich nicht anhand eines Durchbruchs orientiert, den man selber erstellt in Alpern, sondern es orientiert sich nach Länge, Breite oder nach Radius, je nachdem, ob es rund oder eckig ist, von einer Excel heraus. Und dabei beachtet es, ob es ein Wanddurchbruch ist, ein Deckendurchbruch, ein runder Durchbruch, eckig und so weiter und so fort. Ja, und jetzt habe ich lauter Pluskörper hier. Ich zeige es mal auf F4 mit dem Animationsfenster. Machen wir mal hier größer. Hier sieht man, hier sind lauter Pluskörper. Und diese möchte ich jetzt am Schluss umwandeln in einen Minuskörper, damit das IFC-konform nach außen getragen werden kann. Wie mache ich das am einfachsten? Ich habe jetzt schon einen Step gemacht, damit das Video nicht unnötig in Länge gezogen wird. Ich habe bereits die Bodendurchbrüche und die Wanddurchbrüche auf zwei Teilbilder getrennt. So, das habe ich mit einem. Ja, das habe ich durch Filtersystem gemacht. Hier Filter nach Attributen und dann einfach Bezeichnung WD oder BD getrennt. So, jetzt möchte ich das Ganze aber umwandeln und dafür muss ich den Rohbau jetzt im Ingenieurbau aufrufen und dort gibt es den Befehl Wanddurchbrüche erzeugen. Ja, für mich war der Befehl vorher noch nicht bekannt, aber dieser kann sozusagen hier einzelne Durchbrüche umwandeln. Und jetzt kommt als erstes diese Nachricht, Objekte schneiden keine Bauteile. Okay, dann bin ich wie folgt hergegangen, habe eine Wand gemacht und habe mir gedacht, okay, ich mache die Wand einfach mega, mega groß, haben wir 100 Meter, zieht hier eine Wand drüber und dann wird schon funktionieren, aber denkst du, also hier drüber gezogen und dann heißt es, Objekte schneiden keine Bauteile. Dann habe ich herausgefunden, wie man das machen muss, eine Wand. Ist eigentlich egal, wie breit die ist. Ich mache jetzt mal eine 25er Wand. Die ziehe ich jetzt mal hier runterwärts. Ihr seht, die Bauteile schneiden auf jeden Fall diese Wand. Wenn ich das Ganze jetzt hier, Wanddurchbrüche, wieder umwandeln, Objekte schneiden keine Bauteile. Ja, was heißt denn schneiden? Habe ich mir dann gedacht. Und dann habe ich herausgefunden, okay, die Wand muss an irgendeiner Kante meines positiven Körpers dran geniebelt sein. Hier sehen wir es. Ne? Warum ist denn das so ungenau? Na gut. Wandeln wir trotzdem mal um. Schauen wir mal, was er findet. Wanddurchbrüche erzeugen. Hier. Zack. Er erkennt aber jetzt alle, weil die irgendwie durch diese Kante durchgeschnitten werden. Okay. Dann taucht hier unten ein Feld auf. Dort kann ich das Ganze mir per Mark and Zoom anzeigen lassen. Wo sind die denn? Und dann kann ich sagen, übernehme ich oder übernehme ich nicht. Was ich hier ein bisschen schade finde, muss ich wirklich sagen, hier ist keine Erklärung vorhanden. Also keine Infobox oder sonstiges, die mir erklärt, aha, das ist die Übernahme oder nicht. Das könnte man auch ein bisschen
besser aufbereiten. Aber ansonsten ein cooles System. Hier haben wir Breite, Höhe, Tiefe, Unterkante, Oberkante und auch die Form rechteckig oder rund. Schließen das Ganze. Und wenn ich jetzt wieder den Animationsmodus öffne, dann sehen wir hier unsere riesengroße Wand und dann sehen wir hier auch, dass hier etwas ausgestanzt wurde. Ja, wenn ich jetzt natürlich die Wand ein bisschen schmäler machen würde, jetzt habe ich noch unten. So, okay. Die ist auch extrem hoch, ne? Oh, mein Null hier. So, ich punktmodifiziere das ganze Ding. Ich mache es dann bloß so. Ah, okay, jetzt fehlt es an der Höhe. Jetzt fehlt es nur an der Höhe. Also die Höhe machen wir minus 5 Meter mal. Und jetzt ist das Ganze ausgeschnitten. Also so können wir die Minuskörper, die Pluskörper in Minuskörper umwandeln. Finde ich eine coole Sache. Und das Ganze zeige ich jetzt nochmal in Bodendurchbrüchen, denn dort habe ich das Ganze auch. Da brauchen wir natürlich dann eine Decke. Die machen wir groß genug. Und die schneidet ja schon alles, aber die ist ein bisschen zu hoch. So, ich gehe in die Decke rein, Doppelklick. Ich gehe bei Höhe, gehe ich auf Koordinaten. Haben wir hier 2 und 2,50. Weil wenn wir hier Höhenkoordinaten eingeben, dann können wir das Ganze punktmodifizieren. Das heißt, ich gehe jetzt hier in die Ansicht, hier in Süden. Und ich kann jetzt die Decke punktmodifizieren. Hier unten. Das geht aber nur, weil ich hier Koordinaten eingegeben habe. Und dann kann ich das Ganze nach unten ziehen. Und jetzt kann ich zum Beispiel diese Kante wieder wählen. Oh, super, Peter. Ich verschieb's mal. Und jetzt schneiden wir hoffentlich durch viele wieder durch. Und jetzt muss ich halt Step by Step das Ganze umwandeln. Warum das so ist, weiß ich nicht. Also ich kann es nur sagen, so habe ich es herausgefunden und vielleicht hilft es den einen oder anderen. Wir sehen jetzt hier, diese Durchbrüche wurden erkannt. Ich kann wieder sagen, ja, übernehme ich. Kann ich auch mit Linksshift wieder mehr? Ja, ich kann auch mehr anwählen. Aber das System, ich muss trotzdem Step by Step jeden einzelnen korrigieren. Gut, kommt ja aus einem anderen Workflow heraus und nicht aus dem, wo ich sage, ja, ich möchte einfach alle übernehmen. Klar, also von dem her muss man da nachsichtig sein. Aber jetzt haben wir wieder hier Durchbrüche, die hier einen Schlitz oder einen Durchbruch zulassen. Wenn euch das Ganze weitergeholfen hat, dann lasst doch bitte ein Like da und abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Jetzt in der Endcard kommen zwei mega tolle Videos. Am besten gleich beide anschauen. Servus, ciao, euer Peter. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich.